Willkommen zurück zu The Forest. Und habe ich das letzte Mal nicht gesagt, wir wären hier sicher und sie würden uns hier so schnell nicht finden. Guck mal, wer da über unseren Strand marschiert. Wieder mal. Es freut mich einfach immer wieder, alte Bekannte hier begrüßen zu dürfen an unserem Strand. Bitte bedienen Sie sich auch an der integrierten Strandbar. Diese befindet sich am ganz anderen Ende des Strandes, ganz weit weg. Möchten Sie sich nun bitte dorthin begeben? Vielen Dank dafür. Nein, im Ernst, die sind nervig. Die haben unseren Strand schon gefunden. Und ich habe irgendwie das Gefühl... Ach nö, Bro. Ich muss schon wieder anzünden. Ich hasse es, Menschen anzuzünden. Und wir haben diesmal nicht unendlich davon. Das finde ich doof. Aber ist nicht schlecht. Die da hinten ignorieren das einfach, dass hier drei von ihren eigenen Leuten brennen. Finde ich schön. Alle drei sind tot. Die Truppe da hinten läuft ins Wasser. Ich habe ja gesagt, das sind sowas wie Frösche oder sowas. Die können sowohl über als auch unter Wasser atmen. Das heißt, die laufen jetzt da rein. Und ich habe so dieses Gefühl, die werden uns gleich Hallo sagen. Und dann zeigen wir denen einfach auch mal, wo der Hammer hängt. Wie viele von denen habe ich denn noch? Drei Stück. Das wird eng. Notfalls haben wir noch die Axt. Ich bin diesmal einfach ein bisschen mutiger, weil ich weiß, solange ich das Spiel nicht verlasse, kann ich den Spielstand laden. Hoffe ich zumindest. Auch wenn das Laden auch nicht richtig funktioniert. Aber ohne Fleiß kein Preis. No risk, no fun. Wer nicht spielt, der nicht gewinnt. Und jetzt verpisst euch von meinem Strand. Oder ich muss ihn werfen. Weil ich habe ja keine Wahl. Wenn ich was anderes auswähle, lasse ich ihn fallen. Da werfe ich ihn lieber. Außerdem, wenn ich die jetzt kille, könnte ich gerade ein Effigy bauen eigentlich, ne? Wenn man es mal so sieht. Praktischen Nutzen hätte das also. Ich esse erstmal was. Soll ich es versuchen? Ach komm. Jungs. Ich habe da eine Nachricht zu überbringen von Mr. J.R. Molotov. Er möchte euch gerne mit brennenden Grüßen begrüßen. Hier im Wald. Jetzt ignorieren sie mich. Hey, hört auf, mich zu ignorieren, ja? Das mag ich nicht so gern. Ich mag es, beachtet zu werden. Deswegen bin ich hier. Brenn. So, zwei brennen, einer noch nicht so. Wow! Was war das denn? Was war das denn für ein Angriff des Todes jetzt? Was war das denn? War das so ein super Angriff? Und er hat das Ding fallen gelassen. Ja. Aber immerhin sind wir diesmal richtig gespawnt. Guck dir das an. Hier wären wir nämlich eigentlich rausgekommen. In dieser tollen Höhle mit keiner Gesundheit, nahezu nicht. Hat er uns einfach gekillt, das gibt's ja nicht. Und irgendwo hier lagen Flares, wir müssen schnellstmöglich heraus, denn ich weiß, wenn man zu lange hier drin verweilt, dann kommen die und geben einem Saures. Hier ist die Flare-Gun. Soweit ich weiß, hatte man für die mal ursprünglich unendlich Munition, inzwischen glaube ich auch nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt eine Chance vertan. Hier liegt auch noch eine bessere Axt, als die, die wir schon hatten. Was ist das denn? Ein komischer Rucksack. Also keine Ahnung, was das gerade für ein Angriff war. Hier liegt eine Flare. Ich benutze jetzt einfach mal und gucke, wie ich schnellstmöglich hier rauskomme. Hier hängen übrigens alle Passagiere, die wir gesucht haben. Die hängen hier rum. Ist mir aber recht egal, ich will hier raus, weil die Typen hängen an der Decke, soweit ich weiß. Beziehungsweise wir kommen nachher noch in einen Raum, in dem das so sein wird. Und da will ich nicht dabei sein. Hier war ich schon. Aber was war das denn jetzt für ein Angriff, sag mal? Habe ich es doch ein bisschen übertrieben? War ich zu mutig? Glaube ich nicht. Wow, hier muss man durchcrouchen. Was war das denn für ein Loch? Da konnte man noch locker durchlaufen. Was hat das Spiel denn? Und ich laufe jetzt einfach mal um mein Leben. So wie ich das machen sollte. Aber was war das denn für ein Angriff, sag mal? Na, sind zum Glück gar keine komischen Geräusche hier. Und ich weiß nicht mehr, wo es rausging. Ich war hier schon mal. Ich war hier schon mal, als ich es am Anfang mal gespielt habe. Aber ich weiß nicht mehr, wo es rausging. War das nicht hier so? Nein. Gut, ich benutze mal die Flare Gun. Wenn auch wahrscheinlich ohne Magazin. Ich will eigentlich gar nicht schießen. Ich will es eigentlich gar nicht wissen.
Sie haben uns gefunden. Okay, wir haben unendlich Muni dafür, das freut mich. Fjung! Fjung! Das ist richtig laut. Folgt mir noch einer. Jetzt haben wir keine Muni mehr dafür, jetzt habe ich alles verballert. Ich habe gerade gedacht, wir hätten so schön unendlich viel davon, aber war nicht so. Und ich sehe nichts. So, aber ich weiß, hier geht's raus. Wir sind also richtig. Ich gucke mich jetzt gar nicht mehr um. Ich will hier einfach nur noch raus und zurück nach Hause. So. Die Absperrung ist kaputt und wir können hier rausmarschieren. Leiter L. So. Wir sind im Wald und weit ab von zu Hause. Da laufe ich jetzt aber schnellstmöglich hin zurück, weil da liegt ja noch unser ganzes Zeug. Ich weiß nicht, ob man das wieder aufheben kann. Ich hoffe es, weil wir hatten noch einigen guten Shit dabei, möchte ich meinen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, deswegen... Naja, hier ist das Flugzeug, guck. Ist ganz in der Nähe die Höhle. Und es ist ja auch überdeutlich markiert, wo unser Häuslein steht. Kann ich eigentlich noch was aus dem Flugzeug mitnehmen? Soll ich es gerade machen? Wobei... Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust. Auch keine Lust auf die. Haben die mir wenigstens meine Molotows? Ja, zwei Stück haben sie mir gelassen. Hallo? So. Zwei Molotow-Cocktails haben sie mir übrig gelassen. Finde ich nett von denen. Ist sehr kollegial. Aber alles andere haben sie mir halt genommen. Naja. Was ist das denn? Ach, das ist dieser Fischspeer. Den man fischen kann, bringt mir hier aber nicht viel. Und ich nehme dann doch wieder die Axt, weil das ist die beste, die man kriegen kann, soweit ich weiß. Das heißt, unser kleiner Tod und unser Ausflug in die Höhle hat uns sogar was gebracht. Wir haben eine bessere Axt, nur das Problem ist, wenn wir jetzt nochmal sterben, ist das Spiel vorbei. Das war sozusagen unsere zweite Chance. Wenn wir sie vergeigen oder sonst wie verschwenden, dann war es das. Aber nochmal, wir haben gespeichert, auch wenn ich das bei diesem Spiel nicht allzu hoch zähle. Weil gespeichert heißt im Prinzip so viel wie vielleicht wird es geladen, vielleicht wird es nicht geladen, vielleicht musst du neu anfangen. Aber bitte, bitte lass es gespeichert sein. Und lass nicht wieder zu, dass es einfach so kaputt geht. Ich könnte jetzt schon mal vielleicht den Bauplan für ein Effigy setzen. Solange hier die Leichen noch rumliegen, liegen die überhaupt noch hier rum? Ich habe hier einige Menschen angezündet. Ja, da liegt noch einer. Dann setze ich jetzt ganz hier oben einfach mein Effigy hin, um sozusagen mein Revier zu markieren. Weiß nicht, hier so vielleicht. Wo es einigermaßen zu sehen ist. Hier. Simple Effigy. So. Fehlen noch ein paar Sticks. Allgemein fehlen Körperteile. Dann klaue ich mir jetzt gerade die Sticks hier, wenn ich schon hier bin. Na komm. Manchmal hebt er die nicht auf, das nervt. So, dann mache ich gerade mal die Sticks fertig. Dann nehme ich da unten die Körperteile mit. Drei Köpfe, drei Arme, zwei Beine brauchen wir. Ich hoffe, das Zeug despawnt nicht nach einer Zeit, wenn ich jetzt gleich eins zerschlage, weil zwei Beine müssten ja einfach zu bekommen sein. Was ist denn der erste hier? Wow! Und es kommen zwei Köpfe raus, das finde ich gut. Kopf 1, Kopf 2. Gehe ich gerade mal hoch und bringe das Zeug unter, solange wir es dabei haben. Das heißt, wir haben jetzt schon mehr geschafft als letztes Mal. Das freut mich, wo habe ich jetzt den Effigy da? Hatte ich ein Effigy hingesetzt. Fehlen noch zwei Köpfe. Und zwei Beine. Der Typ hat keine Ausdauer. Keine Ausdauer hat der. Liegt denn der Rest jetzt? Hier liegt doch ein Bein. Ein Bein. Zweites Bein. Nein. Gut. Hier liegt noch ein Bein. Liegt der Kopf. Da ist ein Arm. Wobei, Ärmel brauchen wir ja auch. Hier ist der Kopf hingeflogen. So. Hat das jetzt... Ist das alles? Ich glaube, das ist alles, oder? Und es nervt, dass er immer diese Axt nimmt. Kann ich die nicht wegwerfen oder so? Nee, es ist die Standard-Axt. Doof. So, dann ist der Effigy hoffentlich auch gleich fertig. Dann halten die sich hier hoffentlich ein bisschen zurück. Da hinten ist schon wieder eine Truppe. Ich fasse es ja nicht. Guck dir das mal an. Ein Kopf fehlt, natürlich. Die spawnen da einfach. Schon wieder.
Das ist doch nervig. Guck dir das an. Blub und spawn. Es fehlt ein Kopf. Oh, uns fehlt ein Kopf. Uns fehlt ein Kopf. Was war denn das auch für, aber für ein Angriff von dem einen? Insta-Kill oder was? Ist ja unfair. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu mutig war. Was ist denn das? Ah, eine Feder. Keine Ahnung, wofür die sind. Mal kurz gucken. Mal wieder runter. Die werden nicht abhauen. Die werden hier bleiben. Solange unser Effigy nicht fertig ist, werden sie hier bleiben. Aber doch schön, so ein kleiner Höhlenausflug. Blub, blub. Peekaboo. Peekaboo. Soll ich sie eingreifen? Nee, oder? Nach den Erfahrungen von letztem Mal lasse ich das mal lieber stecken. Weil die ziehen jetzt auch ab, soweit ich das sehen kann. Was mir Zeit und Chance gibt, den Kopf zu suchen, der noch irgendwo rumfliegen muss. Aber wahrscheinlich ist das Zeug schon weg, oder? Ja, ist keiner mehr da, keine Leiche. Die andere Leiche läge ja da hinten, aber da sind gerade die anderen beiden unterwegs. Wie schnell das Wetter hier wechselt, faszinierend. Jungs, Mädels, ich mag euch nicht. Los, kuscht euch in den Wald. Wobei, nee, ich lasse es mal lieber. Ich lasse es mal lieber. Ich mache lieber mal ein paar Köfferchen auf. Vielleicht liegt da ja noch ein Snack drin oder so. Dabei immer umgucken. Wie gesagt, so ein bisschen Paranoia ist nie schlecht. Oh, hier lag, glaube ich, was zu essen drin. Kann man immer gebrauchen. Hä? Was habe ich jetzt aufgehoben? Tennisball. Superb. Wo liegt denn die Leiche jetzt? Bist du der Wallrider? Hier liegt eine Leiche. Zerschlag sie. Wo ist der Kopf? Der Kopf. Kopf. Das habe ich weggeschmissen. Irgendwas habe ich weggeschmissen. Ich habe meine gute Axt weggeschmissen. Ich will meine gute Axt aber nicht wegschmeißen. Hä? Ich habe nur einen Arm dabei. Ich will den Kopf. Den Kopf will ich. Und ich kann meine Axt nicht mehr aufheben. Boah, ist das Spiel manchmal im Arsch. Habe ich jetzt den Kopf dabei oder nicht? Ja, nein. Doch, vielleicht. Was genau habe ich gerade aufgehoben? Das ist mir ein Rätsel. Und der Typ hat keine Ausdauer, mein Gott. Habe ich... Ja, das war ein Kopf. Der Effigy ist fertig. Jetzt hole ich meine Axt aber wieder. Weil wegen... Die Axt ist gut. Und ich will nicht, dass die da einfach so rumliegt. Und nichts tut. Wo waren das jetzt? So aufpassen, dass ich nicht überrascht werde. Wo liegt jetzt meine schöne Axt? Da. Knacke ich jetzt gerade noch die zwei Taschen hier? Ich habe gerade gedacht, die habe ich schon aufgemacht. Respawn jetzt auf einmal die Taschen, oder was? The Forest, du bist manchmal ein Wunderwerk. So. Das soll es aber auch gewesen sein. Ich lasse es mal. Nicht, dass ich jetzt noch negative Konsequenzen zu befürchten habe, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt hier so lange am Strand rumstehe und mich nicht hinter meine Felsen zurückziehe. Der hat einen schweren Tag gehabt. Und ich würde sagen, hier in Anbetracht unseres sicheren Shelters sage ich Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, lasst mir gerne einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn es irgendeiner gesehen hat, was zur Hölle das für ein Angriff von dem einen Typen war, der mich mit einem Hit umhaut. Naja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat die kleine Höhlentour gefallen. Wenn wir nochmal drauf gehen, ist es vorbei. Ich hoffe, ihr wisst das. Und in diesem Sinne wünsche ich mir viel Glück. Bis beim nächsten Mal, gleich bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut. Ciao.